Hallöchen, willkommen zurück bei Evoland. Wir sind gerade in den Ruinen von Zawinjahaland, genau. Und hier haben wir eine neue Box. Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzwurf für 2P-Spiel... Ja, genau. Okay. Wir können auch so, wenn wir spielen wollen, Leute. Ich nehme einfach mal sie. Okay. Oh, was hat sie denn hier? Das ist also ihr Inventar. Ja, das ist natürlich super, mega toll. Ich weiß nur nicht, was genau ich damit, ja. Heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Na, ob sich das so lohnt. Sie zu spielen, nicht. Oh, ich bin. Heilige Scheiße. Gliss, die lassen Gliss fallen. Ach du mal. Cool. Oh, nicht noch mehr. Verpiss dich mal. Vor allem, die kommen. Oh, wow. Oh shit. Was? Ach du Scheiße. Wie sollen denn davon noch kommen? Aber das waren die einzigen, ich hoffe es. Können wir das nicht zerstören? Wie kann ich nochmal Charakterauswahl treffen? Ich weiß es nicht, Leute. Nee, so nicht. Ich versuche mal ein paar Sachen, ob ich nochmal den Charakter wechseln kann oder ob das nicht möglich ist. Ich glaube, das wird... Das ist nur beim Anfang möglich, glaube ich, und dann nicht mehr. Gut, dann hoffe ich mal, dass sich in diesen Gebüschen nichts befindet. Was? Kann ich das nicht zerstören? Okay. Ich frage mich, ob das mit Danny gehen würde, also mit dem anderen Charakter. Was ist das denn hier? Sieht aus wie Suppe. Oh, da haben wir noch eine Truhe. Ketten-Kombo-Treffer. Greift am Ende eines jeden Hiebs an und möchte... Okay. Wow! Wie geil ist das denn? Alter! Mächtige Kombos. Heilige Scheiße, wie geil. Wieso leuchtet... Ah! Ah, Feuerresistenz. Okay. Cool. Die ist ja richtig gut, Alter. Heilige Scheiße. Oh... Was? Schaut euch mal die Menge an Gläsern, die wir hier bekommen. Was ist das hier? TP, also Leben wahrscheinlich. Ja, natürlich müssen da 10.000 Stück von kommen, Alter. Zum Glück lassen die wenigstens immer was fallen, also so unnötig sind sie dann doch nicht. Oh. So. Die sterben mit einem Hieb, ne? Die sind gar nicht so stark, wie sie aussehen. So, mal sehen. Ne, das kriege ich leider auch nicht auf. So, auch nicht so. Noch eine weitere Truhe. Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ah. Oh. Heilige Scheiße, was ist das denn? Ah, das sind... Die Bienen, gegen die wir gekämpft haben. Das ist ja cool mit dem Lebensbalken. Das gefällt mir sehr gut. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Gab es das nicht vorher? Nee, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Auf die Details wäre ich alles gar nicht gekommen, würde ich so ein Computerhersteller-Entwickler sein. Keine Ahnung. Ich gehe mal nach oben. Einfach jetzt irgendwo lang. Ja, ich habe doch gesehen, es geht nach rechts. Das geht mir ein bisschen zu weit nach oben. Weil wenn es noch nach rechts geht, dann... Dann sollte ich mich mal vielleicht dort vorbeischauen. Oh, heilige Scheiße. Ach, du Scheiße. Na, das ist ja super. Ich bin auch ein Magier-Bitch. So, die machen ja auch gar keinen Schaden so wirklich. Was ist das? Halskette des Adlers. 2% Ausweichchance. Wow. Ist ja nett. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los, meine Freunde. Wir verlieren auch voll viel Schaden, das ist das Problem. Shit. Wow, wie schnell wurden wir denn auf einmal? Habt ihr das gesehen? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Shit, Leute. Treffen die uns eigentlich, wenn wir... So. Das ist also Leben, genau.
Okay, sogar ziemlich viel Leben. Okay, das, dann sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn wir immer Leben durch die bekommen. Oh, wie süß sind die denn, Alter? Gegen die habe ich am Anfang gekämpft. Bitte ein bisschen schwerere Gegner. Die sind wesentlich zu schwach, Mann. Doch starke Gegner. Vor allem, oh, diese Steinbecher haben wir bekommen. Ich finde die richtig cool, muss ich sagen. Also die hat echt drauf. Ich habe die einfach mal so total unterschätzt. Die Karte Doppel. Ja, eine Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Die kann ich leider nicht zerstören. Leider. Wieso leuchtet mein Ratzen denn die ganze Zeit? Oh. Okay. Rackergeschwindigkeit. Was ist das? Deine Schaden an Steinen und Mauern. Oh, an Steinen. Können wir jetzt vielleicht... Nee, leider nicht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nach oben. Da, wo ich ja nicht lang gehen wollte. Hier haben wir übrigens einen Friedhof, heilige Scheiße. Da stand, wir machen auch Schaden an Steinen und Mauern. Aber ich schätze mal, das ist nicht damit gemeint. So. Vielleicht sollte ich davon ein bisschen trinken oder sowas. Vielleicht werde ich dadurch mega, mega, super, duper stark oder so. Wer weiß. Ja. So, mal sehen, wo es hier lang geht. Da haben wir noch eine weitere Truhe. Dynamische Beleuchtung. Oh ja. Zeit, mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Was genau damit gemeint ist, ich weiß es selber nicht. Oh. Heilige Scheiße. Ich glaube, die wollen es wissen, Leute. Stirb, Mann. Wir greifen die auch gar nicht mehr mit unserem... Daneben, Bitch. Oh, shit, das Leben verschwindet. Ich glaube, ich speichere mal erstmal. Ich glaube, wir greifen auch gar nicht mit unserem Stab an. Ich denke, wir greifen nur mit der Magie an. Zack, da, yeah. Ich tanze hier rum und wir können nichts dagegen tun. Da, da. Jetzt nur noch gute Musik und dann können wir... Haben wir zwei Leben? Bam, Bitch. Oh. Okay, wir haben wieder was dazu bekommen. Geistestypon oder sowas. Geistestampons, ja. Hier, 5 plus, plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Wow, cool. Langsam läuft bei uns, Leute. Langsam bekommen wir das Beste ever. Da freue ich mich natürlich. Und da geht es wahrscheinlich weiter nach oben. Da kämpfen wir wahrscheinlich gegen eine Art Bossgegner oder sowas. Oh, Minikarte. Biegt an der nächsten Ecke links ab. Oh, da ist eine Minikarte. Endlich. Ich kann es nicht glauben, Leute. Das erspart uns einiges. Da bin ich ultra glücklich gerade. Das macht einfach das Spiel wesentlich spaßiger. Wisst ihr, im Moment merke ich so, was es alles so macht, so. Drags, Bomben, ja, ich gucke gleich mal. Ja, ich muss sie erstmal eliminieren hier. Da ist man so, so glücklich auf einmal, wenn man sowas bekommt. Das klingt zwar komisch, aber man ist wirklich richtig glücklich. Verwandelt den Benutzer in einen Drachen. Was? 12 Monate Abklingzeit. Ja, okay. Muss man das trinken oder was? Ein Stern. Ja, das war ja nicht schwer durch die Karte. Jetzt können wir immer überall lang gehen und uns besser umsehen, sage ich mal. Ja, nee, finde ich echt praktisch, muss ich sagen. Also das mit der Karte ist wirklich eine phänomenale, grandiose, richtig sexy Idee. So eine sexy Idee habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also es ist wirklich in dem Moment einfach so ein Moment, wo ich mir so denke, heilige Scheiße. Eigentlich hat mein Leben Sinn, so, weißt du, wisst ihr? Okay, gut, gehen wir nach oben. Da sieht es nämlich auch ziemlich alles andere als verlassen aus. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Ja. Ich weiß nicht, was damit gemeint... ja. Okay. Ich weiß zwar nicht, was genau damit gemeint ist, aber ich akzeptiere es einfach mal. Ich dachte jetzt, die bleiben hier liegen, die Monster oder sowas. Oh, hier haben wir noch einen Baum der Weisheit oder sowas. Was sollen diese Dinge eigentlich sein? Ah, das sind diese Zumbas.
So. Schaut euch mal unser Leben an. Also, wir haben echt keine Probleme. So, nee. Also, das, was nicht angezeigt wird, sind zum Beispiel diese Steine hier, wo man nicht lang kann. Die werden zum Beispiel nicht angezeigt. So, Multikill. Ach, ich habe Multikill gemacht, oder was? Oder wie? Sternzeichen, O-Ring. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Okay, zum Glück sind unsere Ohren jetzt geschützt. Das ist natürlich prima. Ich meine jetzt diese kleinen Bergchen hier. Die werden zum Beispiel nicht angezeigt. So. Boah, wie viel Gliss haben wir jetzt eigentlich? 9000. Ach du Scheiße. Okay. Schon sehr viel, muss ich sagen. Hier muss ich auch ganz ehrlich zugeben, meine Freunde. Das ist natürlich brillant. So brillant, dass ich gar nicht mehr... Dass ich einfach nur weinen möchte, ja. Oh Scheiße, jetzt wird es dunkel hier, Leute. Ach du Scheiße. Los geht's. Au, 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 au. Bin ein bisschen stuck, muss ich sagen. Bam, Bitch. Ist mir scheißegal, ob du mich triffst oder nicht, Mann. Okay, so scheißegal ist mir das dann doch nicht, aber... Nee, das ist es wirklich nicht. Shit. Muss ein bisschen aufpassen. Muss ein bisschen sehr aufpassen. So, Bitch. Ich darf mich nicht von diesen Magiern treffen lassen. Die sind nämlich relativ gut. Abenteuergeist. Das ist so dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Ja, aber der macht doch die Augen auf, ey, Mann. Ja, witzig, Mann. Eigentlich soll ich mich zuerst... Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Verschwinden die roten Dinger nach einer Zeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Okay, aber unser Leben. Ah, jetzt wird's richtig. Jetzt werden es richtig viel, meine Freunde. Jetzt wird's richtig heftig gerade. Ich hoffe, ich male sichtig. So, was ich mich immer bei Spielen frage, wenn ich sie spiele, ob ich sie eigentlich so spiele wie andere spielen oder meinen eigenen Spielstil habe. Spielstil, ja, ja, ja. So, wieder ein Item. Das sind so viele Items, Leute. Ist kaum zu glauben. Gut, dann wollen wir erstmal nach oben gehen. Ja, was uns da erwarten wird, das wissen wir. Wahrscheinlich wieder Monster. Wenigstens ein bisschen mehr Licht. Ja, wir können einfach nur stehen bleiben. Macht Spaß. So, ermordet. Oh, was haben wir hier? Und da haben wir eine weitere Truhe. Ein Stern. Ja, den haben wir dann wohl auch aufgesammelt, was sehr schön ist. So. Gut. Ach, mein Beutel, mein Rucksack, der leuchtet so komisch die ganze Zeit. Helm der Zwielichts. Nachtsicht, alles Klärchen. Ja. Schick was? Plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Disco-Nächte. Okay, alles klar. Okay. Gut, dann lassen wir es erstmal. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Item da durchlesen. Vor allem hier ist wahrscheinlich gar kein Licht. Und wir können da trotzdem durchsehen irgendwie. So, mal sehen, ob wir hier noch irgendwie eine Box finden oder sowas. Ach du Scheiße. Ja, 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 alles wird gut. Oh, zum Glück, unaufhaltsam. Oh yeah, baby. Das nenne ich Skill, meine Freunde. Das nenne ich Skill, Mann. Das nenne ich Skill und das und das und das. Ich liebe Skill. Schon wieder unaufhaltsam. Oh yeah. Wie ich jetzt Spinnen noch mehr hasse als vorher. Obwohl, seitdem ich schon eine Reportage gesehen habe über Spinnen, das ist schon ein bisschen lange her, da wurde erzählt, dass ohne die Spinnen es zum Beispiel viel mehr Mücken gäbe. Was ich zwar schon wusste, aber sich das nochmal anzuhören, das ist das so einfach gut, weil da merkt man einfach, dass sie wenigstens überhaupt irgendeinen Sinn haben.
Oder dass es noch anderes Ungeziefer gäbe, wenn sie nicht da wären. Diese Flaggen, was sollen diese Flaggen heißen? Oh, wir können hier speichern. Tack, gespeichert, einfach kurz rübergegangen und gespeichert. Ziemlich easy, locker, flockig aus der Hüfte. So will ich das sehen, meine Freunde. So will ich das sehen. Tack. Bam. Bam. Das nenne ich Mächte. Wie viel Geld haben wir jetzt? Natürlich haben wir immer 14.000. Ach du Scheiße. Da frage ich mich gleich, wie reich wir hier eigentlich rauskommen. Ah ja, wow. Langsam wird es echt nicht anspruchsvoll, Leute. Ach du Scheiße. Achtet mal auf diese roten Dinger und schaut mal, ob die verschwinden. So. Oh, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Oh nein, mein Leben. Okay, 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 okay. Das war ein bisschen überheblich. Können wir hier rein? Wir können noch nicht da rein, anscheinend. Lass mich mal bei den Items nachsehen. Unterhose. Ja, das ist so ein Fesselbaren. Plus 250 Furchtresistenz. Warm und bequem. Ja. Können wir nicht irgendwie anziehen oder sowas? Nee, das haben wir einfach dabei. Okay. Hilft euch dabei, Kriecher am Explodieren zu hindern. Vorausgesetzt, ihr seid schnell genug. Ja, okay, okay. Ist irgendwann das Inventar auch voll? Das ist meine Frage. Und ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Oh, da unten, schaut euch das mal an. Oh, da haben wir eine Truhe. Oh shit, hoppla. Hättest du wohl lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armee befehligen. Die Macht des Kristall wird euch diesmal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Nee, nee, nee. Ich will aber nicht, Mann. Okay, jetzt geht's los, Leute. Heilige Scheiße, ich glaube, der Typ will's wissen. Oh mein Gott, was soll ich machen? Oh, was ist das, ein Bug? Nee, ist es nicht, okay. Es sei denn, ich kann mich hier einfach hinstellen und bekomme keinen Schaden. Sieht ganz leicht so aus, als würde ich keinen Schaden bekommen. What the fuck? Was? Oh shit. Oh nein. Stopp, stopp, stopp. Hör auf mich zu verfolgen, Mann. Nein, 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 nein. Ich will Vergewaltigung. Hilfe. Nein. Oh! What the fuck? Oh, ich hätte meinen Trick einfach weiter einsetzen sollen. Na, das ist ja super gelaufen. Jetzt sind wir wieder hier. Na, das ist ja super gelaufen. Dann müssen wir das hier halt eben erneut machen. Ich glaube, das war so eine Art, ja, ich würde sagen, Bug oder so. So. So viel Leben und das alles nur für mich. Oh mein Gott, das ist einfach nur grandios. Da weiß ich da gar nichts, bin ich ja total... Bin ich ja total glücklich. Ja, das, was man da machen kann, einfach immer in Bewegung bleiben. Kann man natürlich nicht, also ihr könnt nicht alles verhindern. Und die roten Dinger verschwinden, wenn... Was? Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber die machen echt einen richtig fetten Schaden, Mann. Hallo? Meine Güte, stirb doch, Mann. Ach scheiße, ich hätte meinen Trick einsetzen sollen. Ich wurde umkreist, da konnte ich... Okay, da kommen wir erst hin, wenn wir... Ja, okay, okay, okay. Jetzt haben wir wieder nicht volles Leben und gehen wieder zum Boss. Ach, scheiße. Lass mich raten, diese Truhe muss man nicht öffnen. Darf man gar nicht, sonst kommt ein böses, böses Monster. Von wo wusste ich das nur? Ach, shit, ich wurde getroffen. Ach, scheiße. Yay, Multikill. So, wir machen es einfach nur mal. Ich glaube, das ist ein Bug, Leute, oder ein Trick oder so. Auf jeden Fall klappt der, naja.
Ich weiß nicht genau, ob ich sagen kann, ob er klappt oder nicht. Also. Ich glaube, er scheint nur mit seinen. Mit seinen Krallen zu treffen, anders nicht. Der übelste Bosskampf ever. Den habe ich noch nie gesehen, so einen üblen Bosskampf. Das war so anstrengend, da bin ich natürlich total baff jetzt. Irgendwo ist irgendwas passiert. Und das war mit Sicherheit das letzte Mal. Okay. Gut, was passiert ist, sehen wir im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.